So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind gerade am Schlafen und werden gleich erwachen und mit dem jungen Hans Carporn auf die Jagd gehen und bin mal gespannt, was alles da auf uns erwartet und was er von uns verlangen wird. Aber erstmal sage ich Prost und willkommen. Wir haben auf jeden Fall Energie, Gesundheit, Sattheit reicht auch noch bei weitem aus. Und das Spiel wurde gespeichert. Und bis wann sollten wir denn warten? Warte bis zum Morgengrauen. Okay, Morgengrauen ist noch eine Stunde. Okay, dann warten wir noch. Noch schläft er, muss aber gleich aufwachen. Jetzt stehen sie endlich auf. Sie Faulpelz. Ich steck mal lieber meine Axt weg. Das denkt ja sonst noch was. Ist noch kein Morgengrauen? Also wenn das noch kein Morgengrauen ist, junger Herr. Herr Carporn. Herr, aufwachen. Zeit richtig. Aufzubrechen. So sieht's aus. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel. Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Gott behüte dich. Gott behüte dich. Wow. Jetzt legt er sich wahrscheinlich hin, um gleich aufzustehen. Ich sehe da doch schon Sonnenstrahlen. Ist doch schon fast hell draußen. Okay. Kennt ihr mal ein gutes Feuerlied? Lagerfeuerlied? Ich kenne immer nur das eine. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Passt nicht so gut in dieses Setting rein, leider. Aber ein anderes kenne ich jetzt nicht. Vielleicht irgend so ein amerikanisches? Gibt's da irgendwas? Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Life is but a dream. Ah, wird er auch nicht wach von. So eine Scheiße. Ja, essen müssen wir noch nicht. Dann sind wir wieder überfressen. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Hunde liegen auch da wie abgeschlachtet. Wow. Und dann warten wir halt noch. Ich meine, die ersten Sonnenstrahlen wären hier. Um 8. Da wünsche ich mir vielleicht ein bisschen präzisere Angaben oder eine Markierung, nicht? Dass man weiß, in der Quest schlafe bis da oder so. Ich würde sagen, es ist inzwischen hell. Reicht ihm noch nicht. Okay, schlafen wir weiter. Ah! Jetzt reicht es ihm. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ich habe dich dreimal geweckt. Wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen.
Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Ja. Gewiss, Herr. Selbstverständlich, Herr Hans. Redekunst erhöht. Ich würde dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Okay. Aufstehen. Wir müssen uns eh erstmal ausrüsten. Wir nehmen auf jeden Fall die Jagdpfeile mit. Die verbesserten Pfeile. Ja, die anderen Sachen vielleicht erstmal nicht. Dann gucken wir erstmal. Unsere Axt ist dreckig. Das kann durchaus zu Entzündungen führen. Ah, okay, wir haben den gleichen Bogen, den wir auch hier bekommen haben. Ja. Können wir uns hier irgendwo waschen? Nee, oder? So, aber wir nehmen erstmal die anderen Pfeile, die Jagdpfeile. Die haben 80 Schaden, die haben 110 Schaden, aber es sind halt Langstreckenpfeile, nicht? Und die verbesserten Jagdpfeile, die haben halt Kraft und Gewicht und höheren Preis, aber es lohnt sich kaum. Davon haben wir auch nur 10. Erstmal das einsetzen hier. Niedrige Werte, ja, ja, ja. So, wir wissen ja, auf dem Weg hier oben gab es auf jeden Fall einen Hasen. Wir haben die ja ein bisschen weggetrieben. Und jetzt müssen wir so ein bisschen Glück haben. Da ist ein Reh. Oder ist das ein Hase? Das ist ein Hase, nicht? Ja. Am besten in seine Hoppelrichtung gehen. Ah, jetzt sehe ich ihn natürlich nicht. Jetzt wird er wegrennen, wenn ich Pech habe. Hä? Bogen! Ah, verdammt. Aber gar nicht so verkehrt. Oh, shit. Und dann kann man die Pfeile durchaus wieder aufsammeln, wenn man Glück hat. Und sie findet. Ah. Und ich glaube, ich muss da so auf dem Bürzel von dem Hasen ziehen immer. Ah, verdammt. Kann man nicht irgendwie die Pfeile wieder einblenden lassen? Irgendwo gab es so eine Taste, nicht? Ah, shit. Oh, viel zu weit. Also wenn ich einen Hasen kriege, bin ich schon froh hier. Oh, kacke. Das war die richtige Höhe, aber falsche Stelle. Oh, Mann. Also, man kann auch erst halt echt null trainieren, nicht? Das ist echt ein Problem. Wo ist der Hase hin? Wenn man einmal so die Abstände raus hat, dann geht das eigentlich. Aber ich weiß die nicht mehr. Jawohl! Okay. Dann steigt nämlich auch die Vitalität. Okay. Und wie konnte ich jetzt nochmal die Sachen ans... Die Sachen anzeigen lassen, die hier rumlagen. Oh, Fliegenpilze. Sind die was wert? Keine Ahnung. Oh, shit. Da war noch ein Hase. Ich wollte eigentlich erstmal die Pfeile sammeln. Na? Nimm den Bogen. Hallo? Irgendwie? Also das mit dem Bogen ist manchmal echt nervig. Ah, drüber. Ah, viel zu weit drüber. Oh, ganz knapp. Da ist noch ein Hase. Ah, kacke. Ah, kack.
Oh Mann, ich habe die ganzen Pfeile gleich verduselt. Gerade mal einen Hasen hier getroffen. Das ist nicht geil. Sind die gelandet? Da ist einer. Wo sind die anderen Pfeile? Hier. Noch einer. Sehr wichtig. Noch. Oh, der ist zerbrochen. Shit. Schade. Oh, wo war der Hase? Hallo Hase, hoppel mal. Da. Ich gehe lieber in die Hocke. Ah, er hat gedreht. Ah, verdammt. Ah, Mann. Irgendwo muss hier ein Pfeil liegen. Kacke. Ich bin kein begnadeter Bogenschütze, gerade hier am Anfang. Wo ist denn der Pfeil? Ohne Pfeile kann ich auch nicht mehr schießen, nicht? Das ist genauso wichtig, wie die Hasen zu treffen. Oh! Wirklich jetzt? Jawohl! Wings sind zwei. Das ist schon mal gut. Blabieren wir uns nicht komplett. Nur ein bisschen. Okay, vielleicht sollten wir uns einfach neben einen Hasen hocken. Und dann warten, bis er auf uns zukommt. Hier war doch noch irgendwo einer. Wo bist du? Put, 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 put. Hier war irgendwo ein Pfeil. Auch wichtig. Zwei Pfeile, Minimum. Achso, das war der Hase. Da ist einer. Wir gehen in die Hocke. Oh. Oh Mann. Okay, er flüchtet. Das bringt nichts mehr. Das wäre nur Pfeilverschwendung, nicht wahr? Oh Mann. Okay, aber er ist nicht clever genug. Wir sind zu weit weg, nicht? Ah. Okay, wartet. Wir brauchen eher den Pfeil als den Hasen. Zerbrochen. Oh nein. Oh, das war zu dicht. Ja, so ist gut. So ist perfekt. Das gefällt mir. Da haben wir drei. Das ist doch noch ein Pfeil. Ich sehe ihn doch. Gib mir den Pfeil. Okay, man muss seine Jagdtaktiken auch erstmal verfeinern. Ich meine, unsere Reh-Jagdtaktik war schon perfekt. Einfach warten, bis sie im Gebüsch neben einem auftauchen und mit der Axt den Schädel einschlagen. Ich glaube, viel besser kann man es ja fast gar nicht treffen. Ist auf jeden Fall eine gute Stelle. Da hinten rennt irgendwas. Da rennen Rehe. Aber die jagen wir ja gerade nicht. Put, 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 put. Put, 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 put. Hase, Hase, Hase.
Hallo, Hier ist der Rasen auch ein bisschen zu hoch, nicht? Wir müssen eher auf die Lichtung, auf die freien Stellen. Das macht mehr Sinn. Da hinten ist ein Hase gewesen, der ist aber weggehoppelt. Kommt man nicht? Gab's nicht so einen Fokusblick? Guck mal kurz in die Steuerung. Maus, links, Dialoge, springen, rennen, Gefährten, primär, sekundär, Ziel fokussieren. Aufgeben, Inventar. Eye-Tracking. F1, F11. Okay, aber ich glaube, mit Eye-Tracking ist wirklich Eye-Tracking gemeint. Ja, nicht hier irgendein Fokus oder sowas. Da ist einer. Und der kommt genau auf uns zu. Nein, nicht wirklich. Jawohl. Langsam haben wir es raus. Hasenjagen ist nicht schwer. Gegen Hans Capon gewinnen hingegen sehr. Auf jeden Fall geht das gut dem Bogen, nicht wahr? Und Jagd natürlich auch. Und die Hauptstufe. Darf man nicht vergessen. Hier gibt es auch viele Blumen, aber ich lasse die mal echt liegen gerade. Weil ich weiß, durch das ganze Fleisch bin ich gleich überladen. Gut, dass wir da schon 15 extra Pfund geskillt haben. Da ist noch einer. Jawohl. Hätten nicht gedacht, dass das klappt. Aber es hat. Wollte seinen Kumpel besuchen. Jetzt besucht er nichts mehr. Müsst auch mal leise sein. Ihr vertreibt mir die ganzen Hasen. Seid immer so laut. Psst. Da ist einer. Und wir müssen von der anderen Seite ran. Hm? Ah, sind wir. Ich dachte, hier zieht gerade jemand seine Waffe. So, wo ist er? Wo kommt er raus? Oh. Ey. Geh doch. Jagen, neue Stufe erreicht. Jetzt muss ich die beiden Pfeile doch hier sehen. Einer ist bestimmt mindestens zerbrochen. Einer aber nicht. Sehr gut. Das ist der andere. Baldrian. Ah, die ganze Wald ist gespickt von Jagdpfeilen von mir irgendwann. Ah. Das war auch nur Baldrian, nicht? Ah, shit. Ah, hier ist er. Sehr gut. Oh, hier haben wir wieder. So, wie viel haben wir denn? 74 von 101, da geht noch was. Zwei Hasen können wir Minimum noch mitnehmen. Ich glaube, das Gebiet hier müsste langsam erschöpft sein. Wir haben ja echt gut geräubert.
Sag ich mal hier. Aber hier ist echt scheiße, irgendwas zu sehen, nicht wahr? Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Nee. Gut, wir können hier ein bisschen durchlaufen. Vielleicht scheuchen wir den einen oder anderen Hasen auf. Im Wald und in anderen Gebieten ist natürlich auch viel zu entdecken. Aber während der Quest lasse ich das mal alles links liegen. Weil sonst bin ich so überladen. Ich kenne das Problem einfach. Ich weiß, hier hinten ist zum Beispiel was ganz Interessantes. Da kann man jederzeit wieder hin irgendwann. So, sehen wir noch einen. Einer war ja beim Lager hier, der hochgehoppelt ist. Vielleicht gehen wir mal runter. Da ist er. Da ist einer. Aber das der ist, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall einer für unsere Statistik. Sorry. Sorry, der Herr. Sorry. Sorry. Jetzt geht er in die Richtung. Ein Hügel hinunterschießen ist immer blöd. Das sehe ich nämlich nicht. Vielleicht hier, wenn er hochkommt, falls er hochkommt. Okay, sehen jetzt nicht. Abgehauen. Shit. Da waren wir zu unvorsichtig. Aber war auch eine blöde Stelle. Wenn wir ihn verjagt haben und der hier runter ist, ist eh besser. Ich sehe nichts. Ein bisschen hier durchs hohe Gras. Alles weg irgendwie. Mann. Vielleicht mal auf dem Weg. Ah, da ist auch nichts zu sehen. Und hier geht's jetzt auch in so Gestrüpp runter, nicht? Das ist auch blöd. Ich meine, wenn man... Aua. Ja, so einen Berg runterspringen ist zum Beispiel nicht gut. Und wenn man einmal weiß, wie man die... Oder wann die kommen, wie schnell die sind, dann geht das vielleicht auch im Gestrüpp. Aber ansonsten ist es einfach Scheibenkleister. Was macht er da? Bis wann ging die Quest? Bevor es Mittag ist. Okay, es ist noch nicht Mittag. Wir haben noch ein paar... Bisschen Zeit haben wir noch. Okay, den toten Hasen. Der hilft uns nicht viel. Hehehe. Wenn er jetzt hier Hasen sucht, hat er Pech. Ist hier gerade drüber gerannt? War das ein Hase? Okay,
Okay, wir gehen mal doch tiefer in den Wald. Vielleicht können wir irgendwas skillen. Wir gucken mal. Wir haben ja ein paar Fertigkeiten. Ja, jagen. Der Wühltüter hat das Sagen, haben wir. Du hast die Erlaubnis erhalten, in den Wäldern zu jagen. Fleisch, das von Erlegten stammt, geht somit nicht länger als Diebesgut. Oh, okay. Trophäenjäger Geweihe. Du kannst erlegten Wildtieren das Geweih entfernen. Zähne. Tieren Zähne entfernen. Brauchen wir Zähne und Geweihe? Nicht wirklich, oder? Ich brauche eher Hasen gerade. Alles andere ist Zukunftsmusik. Ich dachte, wir können vielleicht irgendwie Schleichen oder Sichtbarkeit von Wildtieren erhöhen schon. Und was wäre wesentlich brauchbarer? Vielleicht hier oben auf die Wiesen mal. Das war auch recht hohes Gras. Aber herrlich, oder? Ah, eine Hütte. Ich glaube, hier gibt es nicht so viel Hasen auf dem offenen Feld, nicht? Die verstecken sich eher. Mal machen sie nicht sehr gut, sonst hätten wir nicht so viele erwischt. Da sind eher Rehe. Ist da eine? Ein Toter, ne? Liegt hier. Ah. Das hilft auch nicht. Ein Reh brauche ich nicht erlegen. Obwohl ich nicht weiß, was passiert, wenn ich ein Reh erlege und damit ankomme. Put, 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 put. Put, 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 put. Ein Hasen noch. Dann wäre ich froh. Das würde mir dann noch reichen. Sag ich bei jedem, nicht wahr? Da ist einer. Er kommt direkt auf uns zu. Oh shit. Ey. Ah. Oh. Sage mal. Stirb. Das war doch getroffen. Durch die Beine oder was? Och, sage mal. Och, Mensch. Deco mio. Ile ista hase e mi gusta. Auch mal ein bisschen fluchen. Ah, der wollte einfach nicht gefangen werden, nicht? Also der hatte wirklich Glück, sag ich mal. Jetzt ist er weg, oder was? Shit. Da sind wieder Rehe. Sag mal! Der ist doch... Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der Pfeil? Also der hat echt einen Überlebenswillen, aber wir kriegen ihn. Jetzt hat er
Hans geweckt. Nicht? Hans hat noch ein Ziel. Ach. Jawohl. So, endlich. So ein Ding ist das. Weg mit dir, Hase. Mein Gott, da sind noch mehr. Sehr schön. Einen kriegen wir noch. Anschleichen. Oh, shit. Aus dem Gebüsch müssen wir ihn aber vertreiben. Aber sonst kann man nicht jagen. Ach du Shit. Jagdgebiet für Hirsche. Ah. Da. Hier ist er. Ich sehe ihn. Ah, verdammt. Okay. Kehre zum Lager zurück. Mache ich. Wenn ich den einen Pfeil noch finde, wäre ich glücklich. Ich meine, die waren gratis, davon mal abgesehen. Aber je mehr man behält, nicht, desto mehr spart man. Ah, finde ich jetzt nicht. Ich finde, das lief trotzdem ganz gut. Wie viel hatten wir jetzt? 5 oder 6? Das könnte reichen. Hast Glück, Hase. Du hast Glück. Lief eine Zeit lang echt gut. Und dann hatten wir den Absturz, nicht wahr? Wo ist unser Lager? Oh, vor uns. Da. Ich dachte, ich fange nochmal mit den Rehen, weil ich darf eher gerade Rehe sammeln oder Fleisch sammeln. Vielleicht darf ich auch die Hirsche sammeln. Weil das ist richtig viel wert, wenn wir das Hirschfleisch legal an den Fleischer verkaufen dürften. Das wär's. Die lagen hier unten irgendwo, neben unserem Lager nämlich. Wenn ich das nämlich einsammle, bevor die Quest vorbei ist, könnte es sein, dass das zählt. Ich glaube, ein so ein Hirschding ist dann 60 wert. Gut, jetzt liegt schon ein Tag hier. Wenn wir Pech haben, ist es auch despawned. So, hier am Baum oder so, ne? Ich war das. Wo haben wir die erschlagen? Ah. Wir waren gar nicht so weit vom Lager weg, als wir die erwischt haben. Ich glaube, das muss hier gewesen sein. Ja, dann sind die weg. Schade. Okay, wenn hier die jetzt sind. Nicht mal einen Tag liegt ein Kadaver da. Danke. Hätte ich es mal... Na gut, aber hätte ich es aufgehoben, wäre es gestohlen gewesen, nicht wahr? Von daher ist die Variante schon besser gewesen. Es hat uns jetzt nicht so viel beim Jagen geholfen, wie ich gehofft hatte, glaube ich. Weil wir zu wenig Vitalität hatten, das war eher das Problem. Okay, wir sollen uns mit ihm treffen. Sonst meckert er nachher noch. Denn? Achso, wir sollen warten. Wir nehmen das hier mal lieber raus jetzt. Haben wir Hunger? 71. Ja, war perfekt. Da ist er. Der junge Herr.
Hallo, Herr Hans. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Weshalb fragst du? Du bist mir die ganze Zeit im Nacken gesessen. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Hey. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtig ins Wild jagen. Sehr schön. Heinrich, mir nach. Wir gehen auf die Jagd. Ja, das weiß ich. Und ich habe 2 Hirsche mehr als du erlegt. Aber ich kann es nicht mehr nachweisen. Hast Glück. Nicht sehr gesprächig, der junge Herr. Muss ich hier den Content machen? Jetzt ziehen wir lieber unseren Bogen. Auf jeden Fall sehr schöne Wälder. Aber ja, der junge Herr, ruhig. Innig, in sich gekehrt. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch übrig? 7. Eieiei, 23 Pfeile verschossen. Davon liegen 15 auf der Wiese. Ein paar zerbrochene haben wir ja noch. Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. So. Wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Na, dann machen wir das doch. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Ja, sind wir. Geh zu und lerne. Oh ja, yeah, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße. Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine entkommt uns nicht! Ich habe aber kein Pferd. Ja. Folge Herrn Hans. Bring das Wildschwein zur Strecke. Finde Herrn Hand. Okay.
So, und das sind jetzt Gebietsquests, nicht? Ich habe mich hier zu Tode gesucht die letzten Male. Ich meine, ein Pferd, zwei Hunde und ein Typ und ein Wildschwein müssten ja eigentlich relativ leicht zu finden sein, denkt man. Was denkt man nur? So. Hier können wir erstmal rüber gucken. Da hören wir doch was. Okay. Hey, geh mal los. Kit nem látok. Megjött a mulatság. Ihr ungarischen Fotzen. Verdammt. Okay, wir müssen weg. Abstand. Wir sind eher Bogenschütze. Hat schon drei Bögen intus. Aua. Darf uns halt nicht treffen. Okay, wir müssen schwenken. Oha. Na, bassa meg. Er hat auch noch ein Schild. Okay, einen haben wir. Gnadenstoß. Auf jeden Fall. Au, au. Alle weggucken einmal. Ohr eines Kuman. Wo ist er? Da ist er. Wow. Bogenschussduell. Ah, verdammt. Vielleicht keine Pfeile mehr. Okay, in dem Fall würde ich auf die Langstreckenpfeile mal rüberschwenken. Ich glaube, die sind besser geeignet für so ein Duell. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Aua. Jawohl. KI auf jeden Fall nicht sehr clever. Jawohl. Wundpfeile hat er auch noch. Deswegen bluten wir jetzt. Die Wunde muss natürlich versorgt werden. So, wir räumen erstmal alles auf, was die hier zurückgelassen haben, die beiden. Noch ein Bogen. Es gibt auf jeden Fall Geld, würde ich sagen. Und wir haben auch noch ein paar Bögen hier irgendwo Pfeile gelassen, nicht? Sehr gut. Das war mal Kuman nach meinem Geschmack. Also, wo ist jetzt Herr Hans? Wo ist denn das Lager? Da hinten. Wow. Okay, da bin ich aber ganz schön gerannt. Aber ich würde sagen, wie wir Herr Hans retten,
Und das ist ein fieser Cliffhanger. Erfahren wir in der nächsten Folge. Bis gleich.